Unverdünnt findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Ich freue mich, dass so viele Menschen gekommen sind, unserer Einladung gefolgt sind und heute hier etwas erleben wollen. Was erleben wollen, Wasser erleben wollen, dass Wasser Leben bedeutet. Das ist ja auch das Motto von Unverdünnt 2016. Viele Menschen kommen hierhin, um Themen zu behandeln, Themen zu erfahren, die mit Natur zu tun haben, mit Wasser zu tun haben, mit der Landschaft, mit unserer Region. Wir möchten den Menschen zeigen, dass wir hier einen wahren Schatz haben mit der Dünntalsperre und dass es darauf ankommt, diesen Schatz auch wertzuschätzen und zu schützen. Das ist unsere Intention. Wir sind zuversichtlich. In den letzten Jahren haben wir das auch erleben dürfen. Die Menschen erkennen den Wert von Wasser, den Wert unserer Talsperre und sie werden ihre Beiträge dazu leisten, dass es auch in Zukunft eine wertvolle Trinkwassertalsperre sein wird. Bedeutung des Tages Unverdünnt für uns, für die Region. Ja, einmal Wasser erlebbar machen. Also wenn Sie durch den Kontrollgang gehen und sich darüber bewusst sind, dass jetzt links von Ihnen ungefähr 50 Millionen Kubikmeter Wasser sind, dann ist das, glaube ich, schon mal ein besonderes Gefühl. Oder wenn Sie in den Trinkwasserentnahmeturm blicken, in die Tiefe, 40 Meter, und sehen dann links und rechts die großen Entnahmerohre, durch die das Rohwasser zur Wasseraufbereitung transportiert wird, der wird Ihnen, glaube ich, in dem Moment bewusst, ja, das ist was ganz Großartiges, was hier steht, was ganz Großes. Und das versuchen wir mit diesem Tag auch dieses besondere Gefühl zu vermitteln. Hinter uns liegt die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands. Ein unendlich großes Wasserreservoir für Menschen hier in der Region. Menschen, die Wasser als Lebenselixier brauchen, als Grundnahrungsmittel. Und da sind wir natürlich irgendwie auch als Kultur- und Umweltstiftung dafür, einerseits diesen Tag mit zu unterstützen, um das Bewusstsein bei der Bevölkerung einfach auch zu schärfen, dass es wichtig ist, unsere Umwelt zu schützen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass diese Talsperre auch nicht immer zugänglich ist. Das ist ja manchmal auch nicht immer ganz verständlich oder manchmal fragen sich die Leute auch, wieso kann ich hier nicht immer drumherum gehen? Und dass dies möglich ist, heute die zu öffnen, dafür sind wir natürlich gerne auch mit eingesprungen und haben sehr gerne ein Herzenswunsch von uns selber auch erfüllt. Unverdünnt zeigt das große Interesse, was die Menschen an der Trinkwasserversorgung haben, wenn solche Tage der offenen Tür stattfinden. Aqualon wäre jetzt eine Verstetigung. Der Verein Aqualon müsste für eine Verstetigung sorgen. Und es geht dann in Richtung außerschulische Lernstandort, mehr Informationsangebote für die Bevölkerung, mehr Bildungsangebote, um einfach die Bedeutung der Trinkwasserversorgung für uns alle zu verdeutlichen.